kloppen die ersten Kloppis noch windelweich, sodass wir dann nämlich noch. Achso, ich will mich schon mal richtig anziehen, wahrscheinlich. SWAT-Rüstung. Nehmen wir uns auch eine SWAT-Rüstung aus dem Schrank hier. Was soll der Geiz? Mütze haben wir schon auf. Ziehen wir nochmal ein Jäckchen an. Und eine Hose. Und ein paar Stiefel. Und da sehen wir wieder vernünftig aus. Der Rest kommt von alleine. Jetzt gehen wir mal hier ins Haus. Gehen nochmal rüber, wenn wir es noch schaffen, nochmal zum Alpha-Bunker zu latschen. Jetzt schnell. Ach, Code. 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 Nicht vergessen. Deppi, Deppi. Das kotzt mich an, dass ich immer selber so doof bin. Und was vergesse? Meli Kurtugulu hat folgendes geantwortet. Was hat denn Meli geantwortet? Meli Kurtugulu. Das lese ich sofort vor. Ich will nur mal schnell dumbi dumbi dumm dumm machen. Den Code suchen. So wollte ich das machen. 36751. Wie meine Telefonnummer. Quitsch, ich versuch's trotzdem weiter. Irgendwann kriege ich es auch. Das ist sehr hervorragend, ist das. Meli. Und ich schreibe jetzt dir mal den Code. Pass mal auf, du bist jetzt in der Aufnahme. 36751. Na, mal gucken, ob du irgendwann mal weißt, was 36751 zu bedeuten hatte. 36751, du warst jetzt in der Aufnahme. 36751, muss ich doch nicht vergessen. Habe ich es vor allem deswegen geschrieben, weil 36751, ich nämlich 36751, das sonst wieder vergesse, bis ich da drüben bin. 36751. Du weißt ja, so geht's mir nämlich, 36751. Ich kann mir nämlich nichts merken, gerade mal so von Mittag bis 12 Uhr 36751. Das kriegen wir hin. Bunker Alpha, los, latsch mal hin. 36751. So, und das Boot ist auch noch da, es ist geplündert. Ansonsten, wir wollen ja unbedingt dahin. Das ist unser Ziel. Und um dahin zu kommen, müssen wir jetzt. Wir haben also die Chopper fast an dem Punkt, wo man sagen kann, nice. Aber ich brauche die Räder noch. Ich brauche noch dieses blöde, dämliche Chopperrad. Und ich würde sagen, das habe ich kaum irgendwo rumliegen sehen. Aber wie kriege ich das denn? 36751. Hier, dahin. 36751. Und jetzt gehen wir nach unten mit den Coupons. 50. Ach, was soll der Geiz? 50, 50 und hier nochmal, auch nochmal 50. Das passt schon irgendwie. Erstmal kloppe ich die verrückten Kloppies da unten kaputt. Ich hoffe mal, ich sterbe jetzt nicht dabei. Ist ja wieder immer so ein Flur aufräumen, ist klar, ist immer das Gleiche. Google-Anmeldung darf ich auch nicht vergessen nachher. Ich wollte eigentlich gerne, das werde ich vielleicht auch mal hier installieren, die YouTube Studio App, erstmal mal aufs Tablet machen. Wer mir kommentiert, genau in dem Moment, wo ich aufnehme, wird er hier oben quasi als Nachricht erscheinen. Das wäre was, wo ich sagen würde, Hashtag nice. Ihr solltet auch was davon haben, dass ihr mir hier schreibt. So, mal gucken, ob diesmal was hier unten drin ist. Jedes Mal ist alles drin. Mal gucken, ob es diesmal anders ist. Da oben mit den Kisten, warum packe ich. Naja, gut, na, hier dann erstmal was. Warum packe ich da oben in die Kisten alles rein? Warum habe ich keine Angst, dass es verschwindet? Weil wir haben hier noch keine Mitspieler. Sobald es natürlich andere Spieler gibt, wird es wahrscheinlich so sein, dass, wenn du da oben was hinlegst, es keine 3 Minuten dauert, bis die irgendjemand alles zerstört hat und alles mitgenommen hat. Was? Zombie-Zahn. Verletzt niemanden mehr. Versuchen Sie den Händler, um das gegen was Wertvolles einzutauschen. Oh, ein Zombie-Zahn. Das ist mir natürlich was ganz Neues. Haben wir vorhin bei dem ganzen kompletten Lager nicht eingekriegt. Ne? Und jetzt hier. Oh, Zombie-Hörner. Oh, das ist nice. Keine Ahnung, was auch immer das mit sich bringen soll, wo das auch immer herkommt. Hier packen wir erstmal wieder die Kisten und hier auch. Hol ran die Kiste und dann machen wir die Beeten noch platt hier. Achso, der hätte ich jetzt sogar schleichen können. Habe ich aber, ich Depp, nicht mitgekriegt. Oh, ein Zombie-Auge sogar. Was ist denn das? Grüne Kiste. So, okay, jetzt wollen wir mal gucken. Wollen wir uns Überraschung gönnen oder wollen wir noch? Wir warten noch einen Moment. Wir müssen erstmal hier reingucken. Waffe, Waffe. Rüstung, okay. Waffenteile, Tanks, Aluminium,
Heilzeug, naja gut, nehmen wir ein bisschen was mit. Grüne Flasche, vielleicht okay, Mütze, Mütze. Kabel, nehmen wir Kabel noch mit. Eigentlich ist es aber nicht so wichtig. Könnte sein, dass wir es gleich hier wieder ablegen, denn was haben wir hier? Aluminium, wir haben Tanks, wir haben Stoffe, das sind vielleicht nicht so ganz entscheidend. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Die Rüstung, die Waffenteile nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier haben wir nochmal zwei Fernkampfwaffen. Rüstung, weiß ich nicht, das hatten wir auch schon, denke ich. Die Parabolantenne. Weiß ich nicht, ob wir die brauchen. Ich glaube, ich habe schon eine irgendwo. Aktuell nicht nützlich. Und jetzt pass auf. 3, 2, 1. Motor! Aber das war es auch schon. Motor. Naja. Oh, hier. Ach, guck an. Eine Minigun. Okay. Minigun. Das ist schon mal eine Aussage, oder? Jetzt muss ich die ersten Sachen hochbringen. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Aluminium. Das. Das klappt auf jeden Fall. So, Mütze, Alkohol. Ja, das sind die Stoffe noch. So, diese Scheißräder brauche ich eigentlich nicht. Das ist mir so ein bisschen, erscheint mir ein bisschen sinnlos. Das hier können wir mitnehmen. So, machen wir das mal so. Mütze, Gasmaske. Na gut, da können wir schon drei Gasmasken mit runter in den Keller nehmen. Ich weiß nicht, ob das mit den Zähnen da so einen Sinn hat, weil ich wahrscheinlich das gar nicht schaffen werde, so viel zusammenzusammeln, dass es sich lohnt. Aluminium lohnt sich im Moment auch nicht mitzunehmen aktuell. Der Luftfilter, na gut, das könnte man im Moment noch liegen lassen, weil ich das Säurebad noch nicht bauen kann. Aber leider ist es kein Chopper-Teil gewesen, was hier in irgendeiner Weise interessant wäre. Das bedeutet, ich gehe jetzt nach oben, bringe das alles weg, dann bin ich mit der Aufnahme auch schon fertig für heute. Das heißt, für dich passiert jetzt hier auch nichts Interessantes mehr. Du kannst eigentlich abschalten, aber kannst natürlich auch noch bei meinem Dünnschiss durch zuhören. Vielleicht hat auch noch jemand was kommentiert. Nö, hat er nicht. Ich habe also jetzt eingestellt, dass ich bei jedem Kommentar von euch eine Nachricht aufs Telefon kriege. Das ist natürlich, ich denke mal, es wird nicht lange dauern, schalte ich das wieder aus. Also, mal hier gucken. Fernkampfwaffen. Hier ist auch Rüstung drin. Hier, gucke mal. Voll die Kiste. Voll die Kiste, weil sie mit Bögen voll ist. Nahkampfwaffen. Voll die Kiste. So, was haben wir hier? Eine Rüstung. Da können wir die Gasmaske mit reinnehmen. Und dann will sie auch schon nicht mehr weiter. Achso, hier unten haben wir. Da können wir das mit dazu packen. Das sieht schon mal gut aus. Wir könnten, das ist das hier, dann können wir das so machen. Wir packen die Coupons wieder zurück. Dann haben wir nämlich schon hier, das passt schon besser jetzt. Die gelben, das sieht auch schon ein bisschen besser aus. Jetzt können wir auch die grünen mit dazu packen. So, sieht schon schöner aus. Dann haben wir, das brauchen wir jetzt nicht, Aluminium. Dann gehen wir mal hier rüber. Gehen wir hier rein. Und genau, haben wir noch ein paar Benzinkanister. Wir haben hier auf jeden Fall Aluminium am Stissel. Wir haben nochmal illegale Waffenteile. Tja, den Motor, den nehme ich nun so mit. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich nehme jetzt den Gastank. Ich nehme die bunten Farbflaschen. Ich nehme Benzin mit. Aluminium und einmal Waffenteile. Und dann starte ich mal in Richtung zu Hause. Was geht hier noch? Aha, das geht noch so. Und jetzt gucke ich mal, was ich hier, ob hier noch was alle nehmen. Da ist auf jeden Fall noch was dabei gewesen, was ich nehmen konnte. Rüstung ohne Ende, ja. Jetzt gucken wir nochmal, ob hier irgendwas dabei ist, was ich gleich mal mitnehmen kann. Also gut, eigentlich von hier brauche ich nichts mitnehmen. Das ist Quark. Das brauche ich ja alles hier. Aber ich muss doch hier mal ein bisschen Platz schaffen, irgendwie. Was geht denn hier? Geht nichts mehr rauszunehmen. Geht hier noch irgendwie? Das ist Nahkampfwaffe, Rüstung, alles Käse. So, jetzt laufe ich ganz entspannt. Gehe ich jetzt in Ruhe, gehe ich nach Heim. Dann würde ich diese Karte jetzt, dann muss ich die Karte zusammenzippen. Dann muss ich die auf mein Handy schicken. Auf meinem Handy muss dann das Spiel starten. Dann muss ich das gestartete Spiel leicht modifizieren, indem ich die Schraubenschlüssel vor 20.000-fache. Dann muss ich das alles, wenn ich alles gemacht habe, werde ich das wieder zusammenpacken auf dem Telefon. Dann werde ich es in die Dropbox hochladen und auch auf dem Tablet spielen damit. Und dann
Können wir demnächst ja, dann können wir sagen, wir haben schon mal den Spiegel. Wir müssen natürlich aber weiterhin rote Kisten ausräumen, um irgendwie noch an die anderen Teile ranzukommen. Und die Motoren, die mache ich auch gleich fertig. Dann haben wir nämlich auch gleich mal die ganzen Motoren zusammen. Ja, und bei allem weiteren, Hashtag weiß ich nicht. Ach so, übrigens für die Jungs, die fragen wollen, nein, ich zeig euch nicht, wie man das mit diesem Cheaten macht oder mit dem Hacken. Ich biete euch an, dass ihr mit meiner Karte spielen könnt. Ihr bekommt also quasi die Karte, so wie sie hier ist, mit allen diesen Sachen da drauf. Könnt damit spielen und könnt auch mein Haus nutzen und so weiter. Und alles kein Problem, ich stelle euch zur Verfügung. Aber ich zeige euch nicht, wie ihr jetzt hier irgendwas cheaten könnt, denn das bringt die Hersteller um Geld. Und von dem Geld leben die nun mal. Du siehst ja, du kannst hier auch alles kaufen. Wobei ich hier gerade gar nicht verstehe. Kostet ja alles nichts. Null, null. Was ist denn da eigentlich los? Was ist denn das? Kaufen. Ach so, es ist abgeschalten. Ach so, es ist wahrscheinlich, weil mein Tablet gerade nicht mit dem Google-Konto verbunden ist. Deswegen geht das wahrscheinlich nicht. Ansonsten würde ja hier ein Preis stehen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ich würde es auch bezahlen. Ne? Also nicht das Problem. Den habe ich schon. Davon habe ich ein paar. Und was ich eben brauche, ist das Rad für den Chopper. Und du siehst, dass das auch hier nicht drin ist. Ne? Das ist hier nicht drin. Wo ist denn jetzt das Rad drin? Hier vielleicht? Karosseriebau? Auch nicht. Nö. Sehe ich auch nicht. Ein paar Benzinfässer braucht kein Mensch. Nee. Ich brauche dieses doofe Chopperrad. Und das fehlt mir noch total. Also es könnte natürlich auch sein, dass ich es hier oben finde, aber da komme ich jetzt nicht mehr hin. Na? Auf jeden Fall danke ich dir jetzt erstmal dafür, dass du dabei gewesen bist in dieser tollen, super genialen Folge, wo wir viel geschafft haben. Das sind, glaube ich, zwei, wenn nicht sogar drei Videos gewesen. Das ist auch ganz gut so. Da kann ich wenigstens ein bisschen Geld verdienen, indem ich euch die Videos hochlade. Und grundsätzlich ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung. Und ich habe mir schon was überlegt. Ich will in Zukunft was machen, wo ich euch ein bisschen Geld zukommen lassen kann. Jetzt muss ich mir nur überlegen, wie das am besten geht. Und dann habe ich mir sowas überlegt, wie ich mache sowas wie das geheimnisvolle Geräusch oder irgendwas. Ich mache sowas, wo ich sage, ich stelle ein Video, also ich mache ein Geräusch mit einem Bild. Ich muss natürlich das Video aufnehmen. Und jeder Tag, an dem das nicht erraten wurde, was ich da gemacht habe, bringt zum Beispiel einen Euro. Und der Tag, an dem rauskommt, was es war, der Gewinner kriegt dann eben über die Tage hinweg das Geld sozusagen. Also das ist so mein Plan. Da muss ich eben nur überlegen, wie mache ich das? Wie kann ich zum Beispiel jetzt 3 Euro oder 5 Euro an jemanden überweisen, ohne dass ich dem jetzt dafür die Bankdaten entwenden muss? Ne? Es gibt ja so Paysafe-Cards, das ist aber immer so 5, 10, 15 Euro, glaube ich. So ein etwas ungerader Betrag ist da schwer. Müssen wir mal gucken. Wenn du eine Idee hast, wie sowas gehen könnte, schreib mir das mal in die Kommentare, denn dann würde ich nämlich sagen, ich stelle so ein Video hoch, das ist dann vielleicht 20 Sekunden lang. Und dieses eine Video monetarisiere ich natürlich, sodass quasi, wenn das 100 Millionen mal angeguckt wurde, dann, warte mal, das wäre ja der Wahnsinn. Wenn das 100 Millionen mal angeguckt wurde und du dafür am Ende nur 50 Euro von mir kriegst, weil es 50 Tage gedauert hat, dann bin ich ja Millionär. Naja, nicht ganz. Aber da könnten wir doch ins Geschäft kommen. Ihr guckt euch das an und der Gewinner kriegt was. Vielleicht sogar 100 Euro dann. Aber müssen wir mal sehen. Also das ist so meine Idee. Ich will halt erreichen, dass ich möchte schon irgendwie, dass ihr guckt mir ja hier zu und ihr denkt euch immer auch schön, der macht das ja so super, der ist ja der Hammertyp. Ne? Einen besseren als den Quitschi gibt es ja gar nicht und so richtig wurde ich auf der Straße noch nicht erkannt. Aber wenn ich jetzt, ich überlege mir, wenn ich jetzt so euch was zurückgeben könnte, ne? Da fände ich das schon ganz cool. Natürlich, wer verschenkt denn schon was, ohne dabei noch Nutznießen davon zu haben? Na klar, ist schon sinnvoll, dass ich, ihr macht mich damit natürlich noch bekannter. Und wenn ein Video erraten wurde, wollt ihr natürlich auch gleich sofort das nächste Video sehen. Und vermutlich erratet ihr schon am ersten Tag, was es ist. Dann sind es halt nur 1 Euro, die derjenige gewinnt. Aber das ist ja auch egal. Entscheidend ist doch aber, dass es überhaupt versucht wird. Und dass ich euch was zurückgeben kann. Das ist so mein Ziel. Mal gucken, ob ich da eine Idee für finde, wie ich das mache. Danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.